Bisher bei Silent Night. Steiner! Laia! Wie kommst du, dass du deinen edlen Körper hierher schwingst? Hör auf mit der Scheiße! Wo ist mein Bruder? Wo ist Leon? April. Silias hat ihn gefunden. Ich werde sie zum Haus des Lichts führen. Fukret! Ah, ich bin der Enkermann. Aber warum sind wir hier? Weil ich euch helfen will, Nick. Und deswegen gebe ich euch ein paar Koordinaten. Geht dorthin und seid vorsichtig. Jetzt sollten wir doch zum Haus meines Vaters zurück. Vielleicht sind die anderen noch da. Wenn du das liest, bin ich wohl nicht mehr im Leben. Tja, blöd gelaufen. Wo ist Julius? Bist du Staub? Ja, sollte man meinen. Ich sollte mich hier mit dir treffen. Die Instruktion? Wir sollen losziehen und Schlüssel töten. Ihr Schweine! Vorne sind sie Lichter. Siehst du das? Was soll das hier gleich sein? Ja, vielleicht da, woher sollen wir wissen, dass es Lichter ist? Maria? Hey? Und du da? Maria, das. Ihr seid wirklich. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ihr wärt tot. Das ist unglaublich. Oh, hi. Hi. Und ich dachte, ihr seid in die Dunkelheit gezogen worden. Wo wart ihr? Wir wurden auf dem Dachboden eingesperrt in einem Käfig. Wer hat das getan? So ein Verrückter namens Julius. Oh, krass. Ihr konntet fliehen? Jetzt wär's schon. Dank Luna. Gabi fehlt. Gabi ist tot. War er das? Ja. Scheiße. Und wie habt ihr uns gefunden? Durch unseren neuen Freund. Diesen Anchorman, wie er sich nennt. Was ist ein Anchorman? Er kommuniziert mit uns erst über ein Radio und jetzt über ein Funkgerät. Er hat uns Koordinaten durchgegeben. Und so haben wir euch jetzt hier gefunden. Ja, genau hier. Das heißt aber auch, dass er weiß, wo ihr seid. Ja. Aber ich bin mir auch noch unsicher, wie ich das finden soll. Wenn er uns hilft, soll er ruhig wissen, wo wir sind. Wir warten einfach mal ab, wie das weitergeht. Ja. Ah, entschuldigt. Das ist übrigens Sandy. Hi. Hey. Tut mir leid. Sie war bei der Gruppe, ja, die wir uns angeschlossen hatten. Ihr wart in der Gruppe? Yep. Bei einem Typ. Namens Steiner. Ja. Erst hat sich alles ganz super angehört. Es gab da Licht, Essen, Trinken. Aber letztendlich war er nur auf sein eigenes Wohl aus. Er war immer dieses Schwein. Er wollte uns benutzen. Er wollte Nick umbringen. Dir geht's gut? Jetzt schon, dank Sandy. Okay. Vertrauensbonus verdient, würde ich sagen. Ein Schuss. Wir sollten hier verschwinden. Ja, da gebe ich dir recht.
Okay. Uah. Dann komme ich ja zur rechten Zeit. Ihr habt mich gerufen. Was soll das heißen? Wo ist der elfte Schlüssel? Akri. Er hat sie zum Haus des Nichts gebracht. Sie ist mir entkommen. Wie konnte das passieren? Sie weiß über ihre Kräfte. Er muss es ihr gezeigt haben. Und wir sahen es nicht. Was denkst du nun zu tun? Ich habe mich bereits darum gekümmert. Ich habe zwei Jäger entsandt. Sie werden sie zu euch bringen. So, wie wir es geplant haben. Unsere Geduld ist am Ende. Es braucht seine Zeit. Davon hattest du bereits genug. Ist das der Dank, dass ich euch 1000 Jahre treu diene? Die Welt liegt in Dunkelheit. Sie weiß nichts. Akriel kann ihr nicht mehr helfen. Ihre Freunde können ihr nicht helfen. Früher oder später wird sie uns gehören. Gut. Ich gebe dir etwas mit auf den Weg. Vergiss niemals, wie du dienst. Sieh das. Ihr Befehl. Dann komme ich ja zur rechten Zeit. Das ist der Typ, der uns gerettet hat. Ja, du hast uns geholfen. Ihr kennt den? Ja, gegen diesen anderen, der die Pilser geschickt hat. Ich bin Akriel. Akriel. Und ich bin hier, um euch zum Haus des Lichts zu führen. Ein Ort, den die Dunkelheit nicht betreten kann. Okay, warum? Du bist ein Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Davon hat der andere auch gesprochen. Was andere? Was ist das mit den Schlüsseln? Es gibt so eine Woche in deinem Gedächtnis, die ist dir nicht ganz klar. In diesen 7 Tagen warst du mit mir beim Haus des Lichts. Und ich habe dich dort auf die Finsternis vorbereitet. Dass du dich hier stellen kannst. Das war eine Bitte deiner Großmutter Holly. Du kanntest Holly? Ich war ein Freund von Holly. Sie war ein Schlüssel, genau wie du es jetzt bist. Ein Schlüssel ist ein Auserwählter des Lichts, der die Dunkelheit verbannen kann. Es werden 10 Menschen auserwählt. Und du bist der Elfte. Ich würde euch gerne zum Haus des Lichts begleiten, aber Silias hat einen Jäger erschaffen. Und der jagt zurzeit andere Schlüssel, um die ich mich kümmern muss. Du weißt, dass du das Haus des Lichts nicht betreten kannst. Das werden wir sehen. Ich sei froh, dass ich bei Ihnen bin, dass ich Ihnen helfe. Und ich kann euch helfen, Silas aufzuhalten. Wow. Aber wir lassen uns. Okay. Ihr solltet jetzt gehen. Ja. Du kennst den Weg? Wo lang? Aber da lang. Lea, bist du dir wirklich sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. Yep. Was bin ich? Okay, wer bist du überhaupt?
Meinen Namen kennst du doch. Ja, Lamesh und? Weiter? Ich war einer der Ersten. Ich bin Exilant und ich fliehe vor ihm genauso wie ihr. Vor Silias? Genau. Mhm. Die Ersten was? Die Ersten sind die Herren von Silias. Also stehen noch welche über Silias? Dann brauchen wir sie erst recht. Sie ist doch offensichtlich dann sowas nicht. Sie sagt, sie ist einer der Ersten. Sie war einer der Ersten. Ja, aber in ihr steckt dann wohl auch ein Teil der Dunkelheit. Vielleicht aber auch nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht ist das aber auch irgendwie, wie gesagt, doch eine Hilfe für uns. Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht auch die Sonne nie wieder auf. Was denn geht jetzt mit dir ab? Was soll das denn? Ja, was soll das denn? Findest du das okay? Also ich glaube ja, dass dieser Akril sie nicht mit uns gelassen hätte. Oder? Richtig. Sind wir uns bei ihm auch unsicher, dass er auf unserer Seite ist? Nein, oder? Nein. Okay. Wir laufen auf seine Anweisung zu diesem Haus des Lichts. Ja. Okay. Und er wusste, was sie ist. Auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht verstehen. Aber er hat sie mitgehen lassen. Wäre sie wirklich so schlimm, wie du denkst, hätte er sie besiegen können, vernichten können, irgendwas. Ja, das glaube ich. Hat er nicht. Ja, vielleicht kann er es nicht. Vielleicht wollte er nicht. Ach, schon wieder diese Vielleicht-Sachen. Wir brauchen vielleicht auch die Dunkelheit, um die Dunkelheit zu bekämpfen. Okay? Vielleicht. Und ohne sie gehe ich nirgendwo hin. Ich bin daran schuld und ich gebe sie nicht auf. Könnt ihr vergessen. Okay. Ich würde vorschlagen, weil wir jetzt so lange unterwegs sind, Tag, Nacht, keine Ahnung, dass wir vielleicht eine kurze Rast einlegen. Du solltest dir mal angewöhnen, ohne Maske zu jagen. Ist viel gruseliger. Das ist mein Inneres. Ah, und dein Inneres trägst du nach außen. Augenscheinlich. Wir sollten mal Rast machen. Ja, aber dieser Silias Knilch sagt doch, wir sollen so schnell wie möglich die Schlüssel alle platt machen. Ja, wir sind aber gut in der Zeit und wir kriegen eh nicht alle. Weil sie nicht alle aufeinander hängen, ist es noch ein anderer Jäger unterwegs. Noch ein anderer? Ja. Also wir sind nicht genug. Nein, weil die Strecke viel zu weit ist. Alle zu kriegen. Ja. Wie dem auch sei. Nee, danke, ich rauche nicht. Solltest du auch aufgeben, das ist tödlich. Das hat mich nicht umgebracht. Das stimmt wohl. Juckt es noch manchmal so zwischen den Schulterblättern? Manchmal. Quetschen werde ich sie alle. Alle, die mich verraten haben. Und Lea heben wir auch bis zum Schluss. Sandy. Kann es sein, dass du das irgendwie genießt? Jetzt mehr wie zuvor. Aber ist bei euch nicht auch irgendwie jemand verschwunden? Verschwunden? Der Verrückte hat sie rausgezerrt. Wir haben Gabi noch schreien hören, aber... Okay, und er hat was mit den Leuten gemacht? Er meinte, die Dunkelheit sitzt in den Köpfen und er wird es da rausschneiden. Ich hoffe, er hat Gabi nicht gequält. Das ist ja voll ekelhaft. Ich habe gewusst, irgendjemand hat das Licht ausgemacht. Ich wusste, das kann Gwisa nicht. War auf jeden Fall stark genug, uns alle drei, uns zwei, hinauszuschleifen. Sie ist aus lauter Angst mitgegangen.
Sie war ja wieder Charlie. Es tut mir voll leid um Gabi. Ich wünschte, wir hätten sie mitnehmen können. Hättest du? Hätte ich? Du hättest sie mitnehmen können, wärst du eher in deine Pillen gekommen. All dieses Problem haben wir ja gelöst, nicht wahr? Alles okay in der Umgebung? Ja, wegen vorhin. Ich wollte dich dann nicht anschreien. Ach schon, okay. Also, die Gemüter sind von uns allen etwas angespannt. Ja, das sind sie. Okay, lass uns gehen. Warte. Alles okay? Ich wollte das nochmal mit uns ansprechen. Ich wollte das aus dem Weg schaffen. Nick, es ist schon okay. Wie, es ist okay? Es ist alles okay. Es hat sich für mich erledigt. Das ist abgehakt. Jetzt sind andere Dinge wichtiger. Ja. Und es hat sich vieles für mich verändert. Weißt du, jahrelang gab es niemand anderen außer dich für mich. Ich bin abends ins Bett gegangen mit dem letzten Gedanken an dich und morgens aufgestanden mit dem ersten Gedanken an dich. Und mich hat es fast zerrissen. Wirklich zerrissen, als du mit Lea zusammengekommen bist. Als ihr euch kennengelernt habt. Weißt du, ich hätte fast Lea getötet. Ich hätte sie fast wegen uns umgebracht. Wegen dem Ding zwischen uns. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. Es hat sich so viel verändert. Und ich möchte auch die Freundschaft zwischen uns in dieser Situation jetzt, was hier um uns rum passiert, nicht aufs Spiel setzen. Ihr seid mir viel zu wichtig, um nur wegen so etwas und das alles kaputt zu machen. Weißt du? Ja. Es ist okay. Ja. Komm her. So was Ähnliches wollte ich auch sagen. Hey. Mir tut es auch noch mal leid wegen dem anderen Kerl. Den ich weiß schon. Du hast mir ganz schön Angst eingejagt. Ich hab dich auch nicht wiedererkannt. Aber ich versteh's. Wirklich, ich versteh's. Komm, lass uns zurückgehen. Alles klar. In der Umgebung ist alles okay. Ja, alles clean. Soweit ich sehen konnte. Hat ja keinen Satelliten, so wie der andere Kerl. Du meinst dieser Anchorman? Ja. Ja, komischer Kauz. Vielleicht kann er uns ja jetzt sehen. Wer weiß. Ich will nicht wissen, was der nimmt. Wie nimmt? Naja, keine Ahnung, was der raucht. Ach, was mir da einfällt, dieser Anchorman hat auch noch irgendwas über dich erzählt. Über mich? Als wir das letzte Mal mit ihm gesprochen haben auf dem Turm. Was hat er gesagt? Er sagte irgendwas mit der Orden... Der Orden der Ersten. Ja, genau. Der hätte ein Auge auf dich geworfen. Was ist der Orden der Ersten? Die Ersten? Er hat da so weiter nichts gesagt. Lamech? Ihre menschlichen Diener. Ihre menschlichen Diener. Naja, Ansch. Also, ich weiß nicht, hast du irgendwas Besonderes gemacht oder so? Ich habe gar nichts gemacht. Sicher? Hundertprozentig. Ich kenne dieser Orden gar nicht. Vielleicht finden wir mehr raus. Der sagte doch, wir sollen uns melden, oder? Ja, stimmt. Wenn wir. Vielleicht sollten wir ihn mal anfunken. Ja, das ist. Gib mal den Rucksack. Also, jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh, ich habe es versehentlich schon angemacht. Na, dann geht's wenigstens. Also soll ich? Ja, ich dachte, wenn du da fragen willst. Mhm. Hallo? Anchorman? Ganz genau. Oh Gott. So wie er leibt und lebt, Chloe. Hallo, wir sollten uns nochmal melden. Ja, genau. Und es freut mich wirklich, dass es euch gut geht. Dann habt ihr also meinen kleinen Vertrauensbeweis erhalten.
Wie geht's Maria und Luna so? Bestens. Muss, glaube ich, Danke sagen. Das ist kein Problem. Ich helfe, wo ich helfen kann. So bin ich. Ich hätte da aber noch mal eine andere Frage. Du erwähntest etwas, auf diesem Turm wurde mir erzählt von dem Orden der Ersten und dass dieser Orden ein Auge auf mich geworfen haben. Du kommst gleich zur Sache, was? Natürlich. Gut, das gefällt mir. Es hat etwas mit deiner Schwester zu tun. Ich würde wirklich näher drauf eingehen, aber die Frequenzen sind nicht sicher. Der Orden, sie suchen euch. Ist deine Schwester nicht? Sie ist tot. Meine Schwester ist tot und du kannst davon überhaupt gar nichts wissen. Doch, Chloe. Ich weiß sehr gut, dass sie tot ist. Und es tut mir leid. Ich weiß es. Und die Leute, die hinter mir stehen. Bist du einer vom Orden der Ersten? Ich? Ach, Quatsch. Ich gehöre zu den Guten, glaub mal. Und wer steht hinter dir? Ihr werdet es kaum glauben. Aber es gibt noch andere Überlebende. Überall auf der ganzen Welt. Und die, die hinter mir stehen, das sind meine Freunde. Und die bekämpfen den Orden schon ziemlich lange. So lange, dass, Also, nochmal, um Klartext zu reden. Dieser Orden der Ersten und dieser Silas sind hinter uns her. Ja. Kannst du uns darüber noch mehr erzählen? Ja, könnte ich. Aber wie gesagt, wir haben keine Zeit dazu. Die Frequenzen... Okay, und was sollen wir jetzt machen, deiner Meinung nach? Gegen den Orden der Ersten? Am besten gar nichts. Wir beobachten euch und warnen euch, sobald sie sich euch nähern. Okay, das werden wir hoffen. Und hey, hütet euch vor den schwarzen Helikoptern am Himmel. Die sind lautlos und man sieht sie nicht. Komm, der verarscht uns doch jetzt mal ohne Scheiß. Ist das jetzt ein schlechter Scherz? Ganz und gar nicht. Ich wünsche, dem wäre so. Helikopter. Ja, was denn noch alles? Okay. Alles klar, also dann hoffen wir mal, dass du oder deine Freunde uns warnen. Ja, könnt ihr. Hoffnung ist gut. Und ihr könnt noch mehr hoffen. Denn die anderen, die noch überlebt haben, haben sich bereits eurem Kampf angeschlossen. Ihr seid nicht alleine. Glaubt mir, ihr seid nicht alleine. Okay. Okay, Leute, dann macht's mal gut und lasst den Kopf nicht hängen. Wir hören uns. Tschüss. Also ich bin mir unsicher mit diesem Kerl, echt. Naja, viele Fragen, keine Antworten. Vielleicht kriegen wir Antworten im Haus des Lichts. Da kriegen wir sie auf jeden Fall. Ja. Ah ja, dann... Zum Haus des Lichts! Item A1 on Command. Nähern uns Zielkoordinaten. Verstanden. Sobald ihr ihn gefunden habt, tötet ihn. Roger, Command. Es sind zwei. Sie gehören beide zum Orden. Ziele ausschalten. Aber wir sollten uns trotzdem ranhalten. Da will wir den anderen zuvorkommen. Anderen? Welchen anderen? Es gibt zwei Institutionen. Einmal den Orden der Ersten, der für alles hier verantwortlich ist. Und einmal das Konzil, was dagegen steht. Moment. Du sagst, ein Orden der Ersten ist für alles das hier verantwortlich, also für Licht aus und so? Ja, für alles das, was gerade geschieht. Ich dachte, das wäre dieser Silas-Knilch. Nein. Die haben das Jahrzehnte geplant. Und wie Silas da reingeraten ist, habe ich keine Ahnung. Also ist der Orden der Ersten für alles verantwortlich. Gut zu wissen. Ja, warte mal. Hast du das? Was denn? Die Grillen? Wir sollten von hier verschwinden. Los,
Hey Leute, hat jemand was zu trinken? Ich habe schon seit Tagen nichts mehr. Scheiße. Wir finden was, okay? Wir müssen nur ein bisschen noch weiter. Aber wie lang? Weißt du noch, wie weit es ist? Nein. Aber es kann ja nicht mehr weit sein. Wir kommen hin irgendwann. Okay. Aber irgendwann wollten wir mal eine Pause machen. Ja. Ja. Absolut. Fuck, was ist das denn? Sieht aus wie ein Gebäude. Ich sehe kein Licht. Wir sollten uns dem vorsichtig nähern. Vielleicht können wir da eine kurze Pause machen. Ja. Das Licht, irgendjemand muss hier sein.